Lauscha, die Stadt des Christbaumschmuckes. Die Tradition der Herstellung von Glas in dem im südlichen Thüringer Wald gelegenen Örtchen Lauscha ist so alt wie der Ort selbst. Der Gründung des Ortes im Jahre 1597 ging eine erbliche Konzession des Herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha, Johann Casimir, voraus, welche den Glasmachern Hans Greiner und Christoph Müller verliehen wurde. Aus diesen beiden Familien ging eine Reihe an Nachkommen hervor, welche die Glaserzeugungsindustrie und auch die Porzellanindustrie im Süden Thüringens zur nationalen und später auch internationalen Größe werden ließ. In der aktuellen Zeit gehört Lauscha zum Landkreis Sonneberg im Bundesland Thüringen, doch traditionsgemäß ist es Teil des Herzogtums Sachsen-Meiningen. Nach den verheerenden Folgen des Dreißigjährigen Krieges war es der Kunst der Glasbläserei und dem eisernen Durchhaltewillen der Glasmeister der Familie Greiner und anderer Meister zu verdanken, dass die Region wieder erblühte. Zahlreiche Ortsgründungen in der Region gehen auf die Manufakturen der Glas- und Porzellanherstellung zurück. Der 1732 geborene Johann Gotthelf Greiner erfand unabhängig vom Sachsen Johann Friedrich Böttger das Porzellan deutscher Machart in einer abweichenden chemischen Zusammensetzung, als es der Sachse Böttger herstellte. Die mit herzöglicher Genehmigung errichtete Porzellanmanufaktur in Rauenstein bestand von 1783 bis 1930. Im Zuge der Industrialisierung Deutschlands mussten sich auch die Lauschaer den neuen Zeiten anpassen und so wurden neue, der Zeit angemessene Verfahren aus der rheinischen Provinz importiert und man begann allmählich mit der Herstellung von Glasschmuck und gläsernen Tierfiguren. 1847 wurde von einem Lauschaer Glasbläser die heute noch bekannte und verwendete Christbaumkugel erfunden. Schon 1860 wurde der gläserne Christbaumschmuck zum Verkaufsschlager innerhalb des Deutschen Bundes und 1880 wurden die Schmuckstücke an Frank Winfield Woolworth erstmals in die USA exportiert. Ab 1900 bestellte er schon über 200.000 Glasfiguren und Christbaumkugeln pro Jahr für seine Kaufhauskette. Am Rande sei erwähnt, dass auch die bei Kindern heute noch beliebten Glasmurmeln eine Erfindung aus Lauscha sind, ebenfalls und immer noch aus dem Hause Greiner. Mit fortschreitender Erschließung der Infrastruktur wurden im Gebiet um Lauscha ebenfalls die Grundsteine zur Herstellung von Feenhaar, dem Vorläufer der Glasfaser, Elektroröhren, Leuchtröhren und die Entwicklung von Glühlampen entwickelt und gefördert. Prominenteste Abnehmer für die unschätzbaren Kulturgüter aus Lauscha waren unter anderem das Deutsche Kaiserhaus und bis heute das englische Königshaus, welches seine Wurzeln in Sachsen-Coburg-Gotha hat. Hier schließt sich bis zum heutigen Tage ein schöner Kreis. Im 16. Jahrhundert durch die Herzöge Sachsen-Coburg-Gothas gefördert und ins Leben gerufen, vom Prinzgemahlen Albert, Ehemann von Queen Victoria, wurde die Tradition des Christbaumes nach England gebracht. Inklusive Christbaumschmuck und auch heute noch bekommt das britisch-deutsche Königshaus Weihnachtskugeln aus Lauscha.